Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Sie sind hier bei der Webinarreihe IT-Sicherheit praktisch gemacht. Heute mit dem ersten Teil. Es soll um die Erkenntnisse der IHK gehen zu einem Sicherheitsvorfall, den wir im Jahr 2022 erlitten haben. Schön, dass Sie dabei sind. Es kommen immer noch Leute rein. Also machen Sie sich bequem. Wir machen das Ganze ein bisschen interaktiv heute. Sie können gleich mal anfangen, um den Chat auszuprobieren, dass Bild und Ton funktionieren, sodass wir auch wissen, dass Sie uns gut hören und gut sehen. Versuchen Sie mal im Chat uns Bescheid zu geben und zu sagen, Bild und Ton funktioniert nicht. Vielen Dank dafür schon mal. Das ist sozusagen der Einstieg, damit wir auch sicher sind, dass dieses Webinar heute auch bei Ihnen sehr gut ankommt, weil wir machen das ja für Sie, damit Sie Ihre IT-Sicherheit verbessern können. Ich bin Bernhard Kux, Referent für Informations- und Kommunikationswirtschaft an der IHK für München und Oberbayern und intern der IT-Sicherheitsbeauftragte. Das heißt, ich bestreite heute hier dieses Webinar, sodass wir ein paar Erkenntnisse weitergeben können, die wir gemacht haben bei diesem Sicherheitsvorfall. Ich schalte jetzt noch mal kurz um zu den Folien, weil wir machen das nicht ganz alleine als IHK, sondern machen das zusammen mit den bayerischen IHKs. Wenn Sie in Bayern sind, dann haben Sie eine der neuen IHKs bei Ihnen vor Ort. Wenn Sie außerhalb von Bayern sind, dann haben Sie an jedem Ort in Deutschland eine andere IHK. Also gehen Sie auf die IHKs zu und fragen Sie sie auch zum Thema IT-Sicherheit. Da gibt es bei jeder IHK eigentlich Informationen dazu. Falls Sie außerhalb Deutschlands uns beiwohnen, dann gibt es Außenhandelskammern, die auch viele Informationen haben zu Ihrer Geschäftstätigkeit, zu IT-Sicherheit und zu vielen anderen Dingen. Die neuen Termine, die wir für Sie zusammengestellt haben, finden Sie auf bihk.de/IT-Sicherheit. Sie sehen es, es geht bis Ende November. Suchen Sie sich das raus, was für Sie am geeignetsten sind. Alle Webinare sind völlig unabhängig voneinander, sodass Sie einfach das sich rauspicken können, was Ihnen am interessantesten erscheint. In dieser dritten Staffel der Webinarreihe haben wir besonderen Wert darauf gelegt, dass es praktisch ist, dass Sie, wenn Sie sich um IT-Sicherheit in Ihrem Unternehmen kümmern, da besonders viele Anregungen bekommen, sodass Sie dann wirklich auch aktiv sein können und IT-Sicherheit verbessern können. Die ganze Sache findet statt als Digitalimpuls im Rahmen des Bayerischen Pakts für berufliche Bildung 4.0. Wir haben uns zusammengeschlossen als IHKs, als bayerische IHKs mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales. Eine Kooperation, die dazu dient, eben die berufliche Bildung in den Unternehmen zu verbessern. Wir haben jetzt die dritte Staffel zum Thema IT-Sicherheit. Davor hatten wir Blockchain. Das machen wir für Sie, um eben Ihnen da zu helfen, sensibilisieren und auch erste Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Wir haben Partner, Unterstützer an Bord. Sie sehen es selber aus Deutschland, Cybersicher-Transferstelle, Cybersicherheit Mittelstand, das ist eine neue Initiative vom Bundeswirtschaftsministerium, aus Regensburg das IT-Sicherheitscluster, das Sicherheitsnetzwerk München, Rosig aus Rosenheim, die Allianz für Cybersicherheit und für ganz Bayern, Bayern Innovativ und unser Dachverband, die IHK, hat eine Initiative gemeinsam digital. Wir haben heute die erste Veranstaltung, die wir machen, sozusagen als Auftakt dieser neunteiligen Reihe. Und dazu habe ich zwei Videos vom Dr. Manfred Gössel mitgebracht, dem BIHK-Hauptgeschäftsführer, und von Judith Gerlach, der bayerischen Staatsministerin für Digitalisierung. Ich erlaube mir jetzt, diese Videos kurz einzuspielen. Das ist jetzt eine technische Herausforderung für mich. Der Herr Gössel kommt als erstes dran. Da müssten Sie jetzt dann das Video sehen. Und los geht's mit Herrn Dr. Gössel, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertag. Ein herzliches Grüß Gott und willkommen zu unserer neuen Webinarreihe IT-Sicherheit praktisch gemacht. Die Cyberangriffe nehmen immer mehr zu. Jetzt trifft es vor allem die kleinen und die mittleren Unternehmen. Deshalb heißt es, sich vorbereiten auf den Ernstfall und die Angriffsflächen kennen. Wir, die Bayerischen Industrie- und Handelskammern, haben uns gemeinsam mit dem Bayerischen Staatsministerium für Digitales zusammengetan, um Ihnen die besten Experten, die es gibt, zu präsentieren. Experten des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik, Experten aus dem Bayerischen Landeskriminalamt, Experten aus der IHK, die Sie jetzt informieren
und begleiten auf Ihrem Weg zu mehr Sicherheit in der IT. Es ist gut, es ist wichtig, dass Sie mit dabei sind. Ich wünsche Ihnen spannende Einsichten. Das war Dr. Manfred Gössl, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Industrie- und Handelskammertages. Und nun kommt Judith Gerlach, Ihres Zeichens Staatsministerin für Digitales in Bayern. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, herzlich willkommen zum Auftakt der Webinarreihe rund um das Thema IT-Sicherheit. Die digitale Welt bringt ja immense Vorteile für Unternehmen mit sich, aber sie birgt auch ernsthafte Gefahren. Cyberangriffe auf kleine und mittlere Unternehmen nehmen rapide zu. Hacker nutzen Schwachstellen aus, um sensible Daten zu stehlen oder Systeme lahmzulegen. Es ist wichtig, sich dieser Bedrohung bewusst zu sein und angemessene Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Es ist mein persönliches Anliegen, dass praxisnahes Wissen dort auch ankommt, wo es gebraucht wird. Deshalb veranstalten wir im Rahmen des Pakts für berufliche Weiterbildung 4.0 in Zusammenarbeit mit den Bayerischen Industrie- und Handelskammern die Webinarreihe Digitalimpulse. Da die Herausforderungen rund um IT-Sicherheit weiterhin viele Betriebe hier in Bayern beschäftigen, fokussieren wir uns in dieser Staffel ganz bewusst zum dritten Mal auf dieses wichtige Thema. IT-Sicherheitsexpertinnen und Experten erklären Ihnen, wo Gefahren verborgen liegen. Sie geben Ihnen wertvolle Praxistipps, mit denen Sie Ihre IT-Sicherheit verbessern können, und Sie werden Ihnen dabei helfen, sich auf Notfälle vorzubereiten. Mit der Teilnahme an diesem Kurs machen Sie die bayerische Wirtschaft sicherer. Vielen herzlichen Dank dafür. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nun wünsche ich Ihnen viel Spaß, hilfreiche neue Erkenntnisse und viel Erfolg. Sehr schön. Zwei Grußworte. Wir haben wirklich gesagt, lassen Sie es uns ganz kurz halten. Kommen wir nun wirklich zum heutigen Thema, Schlüsselerkenntnisse der IHK beim Sicherheitsvorfall. Wir zeichnen die ganze Sache auf, sodass Sie es dann später auch bei YouTube gut nachvollziehen können, um sich den einen oder anderen Tipp noch dazu zu holen. Wir haben als IHK zunächst mal die Frage, wie sieht es denn aus? Wir schauen natürlich auch immer an die Unternehmen und gucken, gibt es Sicherheitsvorfälle in anderen Unternehmen? Deswegen eine erste Kurzumfrage. Schauen Sie sich mal kurz an, die Fragen, die wir zusammengestellt haben. Ich starte das jetzt auch technisch gleich, sodass Sie dann das wirklich auch technisch hier machen können, sodass Sie eine Folie jetzt sehen sollten, dass Sie sich entscheiden können, welche Frage ist denn für Sie relevant. Ich sehe hier auch, wie die Antworten eintrudeln. Vielen Dank. Also auch hier nochmal meine Bitte, ran an die Tasten. Wählen Sie Ihre Option, vielleicht die erste, dass Sie sagen, okay, bisher hatte ich noch keinen Sicherheitsvorfall. Ich warte noch einen Augenblick, sodass Sie dann noch ganz kurz Zeit haben, aber die Umfrage stabilisiert sich sozusagen. Ich kann hier dann auf Schließen klicken und Ihnen die Ergebnisse auch zeigen. Das heißt, sagen wir mal, zwei Drittel von uns, die sich hier getroffen haben, haben noch keinen Sicherheitsvorfall. Ein paar mit geringeren Auswirkungen, aber es sind schon ein paar dabei, die schwere Auswirkungen haben und die dann vielleicht auch noch nicht so genau wissen, hat es denn geklappt oder hat es nicht geklappt oder war es ein Sicherheitsvorfall oder nicht. Das heißt, ich drücke Ihnen diejenigen, die bisher noch keinen Sicherheitsvorfall hatten, die Daumen, dass es auch so bleibt. Es ist zugegebenermaßen manchmal so, vielleicht wissen Sie es auch nicht, ob vielleicht irgendwann jemand schon bei Ihnen war und im Hintergrund ein bisschen was gemacht hat. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum an Teilnehmern heute und es soll natürlich auch so bleiben. Es geht sozusagen um die Sicht der IHK für München und Oberbayern auf unseren ganz persönlichen sozusagen Sicherheitsvorfall. Das heißt, nehmen Sie es so, wie wir es wahrgenommen haben. Wir versuchen das auch auf Ihre, gerade für Kleinunternehmen zu übertragen. Die IHK ist zugegebenermaßen kein Kleinunternehmen. Wir haben 500 Mitarbeiter, mehrere Standorte, Homeoffice über eine weite Fläche verteilt. Aber wir haben eben gerade heute auch darauf Wert gelegt, dass Sie Dinge mitnehmen können, die Sie Ihnen dann als auch als Kleinunternehmen Nutzen bringen.
Was macht die IHK? Es sei noch ganz kurz erwähnt für diejenigen, die es nicht so auf dem Radar haben. IHK hat drei Aufgaben. Das eine ist Interessensvertretung. Das heißt, wir setzen uns ein, dass zum Beispiel die Rahmenbedingungen für IT-Sicherheit stimmen. Gerade jetzt im Zuge der Landtagswahl ist das ein Thema. Wir haben einen Service. Das ist das, was wir heute hier gerade machen, was Sie gerade heute hier erfahren, dass Sie Hilfe zur Selbsthilfe bekommen, dass sie bestimmte Sensibilisierung kommen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und darüber hinaus haben wir viele hoheitliche Aufgaben, wo der Staat sagt, lass uns das doch nicht selber machen, sondern gibt es einer Selbstorganisation der Wirtschaft, eben der IHK. Wir kommen im weiteren Verlauf zum Beispiel zum Thema Außenwirtschaftsdokumente. Das heißt, die IHK ist die Selbstorganisation der Wirtschaft, sodass wir die Rahmenbedingungen schaffen und dass die Wirtschaft gut und noch besser im Idealfall funktioniert. Selbstverständlich nehmen wir als IHK die Daten und Prozesse für unsere Angebote mit höchster Priorität wahr, dass die Sicherheit da ist, dass Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität gewährleistet ist. Im Ukraine-Krieg im Februar 2020 haben wir gesagt, wir müssen noch mehr auf IT-Sicherheit achten. Meine Rolle dabei ist die intern, als die des IT-Sicherheitsbeauftragten, sozusagen als Kümmerer, der sich sozusagen auf der einen Seite mit den Anwendern, auf der anderen Seite mit den IT-Kollegen immer wieder kurz schließt und schaut, wie kann ich denn IT-Sicherheit beurteilen, wie kann ich es verbessern, was muss ich tun, damit eben die IHK als Institution mit dem Werkzeug IT gut zurande kommt. Wir haben als IHK einen zentralen Dienstleister, das ist für viele, viele IHKs der Fall, die IHK Gesellschaft für Informationsverarbeitung MbH in Dortmund. Da haben wir viele, viele Dienste dort, also unsere Infrastruktur, also Mail, Telefonie, Fax, Internetanwendungen und viele Anwendungen, die wir nutzen, um eben Services zur Verfügung zu stellen, weil es macht keinen Sinn für eine IHK, es gibt insgesamt 79 in Deutschland, dass jeder da das Rad neu erfindet. Bei dieser IHK, GFI kurz genannt, gibt es auch ein CERT, also Kollegen dort, die sich explizit um das Thema IT-Sicherheit kümmern. Nun, 3.8.2022 war das Datum, da kann ich mich schon noch gut dran erinnern, wenn man dann einen Anruf kriegt und kriegt mitgeteilt, ja, die IHK GFI ist gehackt, was immer das dann auch bedeutet. Fakt war, dass dort ein auffälliges Verhalten in Systemen festgestellt wurde. Dann wurden externe Sicherheitsexperten zugezogen. Die Entscheidung war dann, die Verbindung aller IHKs in Deutschland zu trennen, also die Internetverbindung, die eben über die GFI auch lief. Im Rückblick sei schon jetzt mal verraten, das BSI, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, war dort vorbei, mit dabei, das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen, das eben Dortmund ist, dass extrem professionelle Hacker am Werk waren, eine Zero-Day-Schwachstelle ausgenutzt wurde und so eben am 3.8. erstmal einfach die Verbindung weg war. Das heißt, es ist eine neue Situation für die IHK hier, das kannten wir so nicht bisher, dass auf einmal an den regulären Standardarbeitsplätzen die Arbeit so eben nicht mehr möglich war. Es war dann eben vom Internet abgeschlossen, sodass man kein Internet mehr hatte, kein Telefon, kein Homeoffice. Anwendungen funktionierten nur noch teilweise. Andererseits gab es noch ein paar Sachen, was schon noch funktionierte. Das ist das eigene WLAN. Das läuft in einem völlig separaten Netzwerk. Die interne IT hat noch funktioniert. Das heißt, wir konnten intern telefonieren, aber nicht raus telefonieren. Wir konnten intern mailen. Wir haben spezielle Internetzugänge für Gebäudesicherheit, also Brandschutz zum Beispiel. Und eigene Anwendungen, die wir selbst betrieben haben, wie zum Beispiel die Webseite IHK Münden, hat nach wie vor funktioniert. Da war jede IHK ein bisschen anders, weil manche haben selbst die Website da bei der GFI gehabt, wir nicht. Das heißt, wir waren da eigentlich immer bezüglich der Website handlungsfähig. Und wir konnten auf einen Notfallplan zurückgreifen, den ich dann schon auch im Zuge der Vorbereitung oder des Impulses des Ukraine-Krieges und davor schon hatte. Das heißt, da hatten wir etwas, was wir schon nutzen konnten. Das war jetzt mal sozusagen die Frage,
Haben Sie einen Notfallplan? Das würde mich interessieren. Ist es etwas, was Sie aus der Schublade ziehen können? Gleiches Spiel wie vorher. Sie haben jetzt hier die Möglichkeit, uns zu sagen, ja, ich bin hier ein bisschen blank. Ich habe vielleicht eine grobe Vorstellung davon. Falls eine von den drei Antworten jetzt hier nicht so zu Ihrem, zu Ihrer Situation passt, können Sie das gerne auch in den Chat reinschreiben. Wieder habe ich hier die Möglichkeit, die Umfrage zu schließen. Hat sich so stabilisiert. Was stattgefunden hat, ist, dass doch die Hälfte ungefähr keinen Notfallplan haben. Ein paar haben oder 40% haben einen Notfallplan und 13% haben können sagen, ja, ich habe wirklich einen erprobten und aktualisierten Notfallplan. Das deckt sich so ungefähr auch mit der IHK Digitalisierungsumfrage, wo wir Unternehmen fragen und auch speziell nach dem Thema Notfallplan. Gibt es denn einen? Ich würde sagen, heute sind wir sogar noch ein bisschen besser. Andere Umfragen sagen, da haben eigentlich die allermeisten Unternehmen keinen Notfallplan. Ist natürlich auch die Frage, was bedeutet Notfallplan? Wir haben dazu ein eigenes Webinar, ein Teil dieser neunteiligen Reihe ist. Das heißt, da können wir das Thema noch ein bisschen vertiefen. Speziell jetzt der Notfallplan der IHK ist ein 29-seitiges Word-Dokument mit vielen, vielen Anhängen. Da sind dann Telefonlisten drin, die ausgedruckt sind, Vorlagen für Pressemeldungen, Meldepflichten, Vorlagen, wenn man etwas melden müsste, eine technische Dokumentation, Anwendernotfallpläne. Das heißt, darauf konnten wir zurückgreifen. Wir haben das alles auch ausdruckbar, liegt in zwei verschiedenen Saves. Das heißt, damit man dann wirklich sagen kann, okay, wenn alle Stricke reißen, ist es halt einfach Papier, das dann als Information zur Verfügung steht. Eben 11.10., 11 Uhr, selbe Zeit, IT-Notfallplanung, können Sie sich jetzt schon mal vormerken, wenn Sie sagen, zum Notfallplan möchte ich mehr wissen. Grundsätzlich Aufbau sei jetzt nur in aller Kürze und mit Bezug auf den Sicherheitsvorfall dargestellt. Es geht darum, Sie müssen überhaupt erfahren, dass Sie einen Notfall haben, auch nicht so ganz selbstverständlich. Sie müssen Betriebsstörungen und Notfälle unterscheiden können. Dann gibt es Dinge, die Sie sofort machen müssen. Wenn Sie sagen, ich habe einen Notfallplan, brauchen Sie eine geeignete Organisationsstruktur. Und dann stellt sich die Frage nach dem Notfallbetrieb und nach dem Wiederanlauf. Wir hatten jetzt hier sozusagen ziemlich schnell, war es klar, es ist ein Notfall. Die telefonische Meldekette hat gut funktioniert. Die GFI hat die IHKs abtelefoniert und hat gesagt, wir haben hier einen Notfall. Und innerhalb der IHK ging es dann auch telefonisch weiter. Wir haben da eine Meldekette schon vorab etabliert gehabt, wo man sagt, welche Personen sind wichtig, welche müssen davon erfahren, dass wir eine besondere Situation haben. Was man natürlich dann in dieser Situation nicht weiß, selbst wenn man sagt, es liegt ein Notfall beim Dienstleister vor, was bedeutet das? Natürlich hat man am Anfang die Hoffnung, es geht um eine vorübergehende Störung, die dann vielleicht nur ein paar Tage anhält. Das heißt, Umfang und Folgen sind am ersten Mal relativ unklar. Aus dieser ganzen Sache haben wir 10 Erfahrungen raus extrahiert. Wir haben natürlich viel, viel mehr Erfahrungen gemacht. Wir haben versucht, eben damit wir die Erfahrung für Sie weitergeben, für Ihre eigene IT-Sicherheit. Diese 10 Punkte schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an, um zu gucken, was bedeutet das denn eigentlich? Erfahrung 1, Dienstleister ist weg. Überlegen Sie sich mal ganz kurz, wer ist Ihr wichtigster Dienstleister und was passiert, wenn er nicht da ist? Ich zähle mal für mich intern von 10 auf 0 zurück und lass Ihnen mal kurz die Gedanken schweifen, was denn das bedeutet für Sie. Und haben Sie Ihren eigenen wichtigsten Dienstleister identifiziert und wüssten Sie, was Sie tun, wenn er weg ist? Wir haben uns natürlich dann auch unsere Dienstleisterlandschaft angeguckt. Was machen die verschiedenen Dienstleister? Wenn Sie zu wenige Dienstleister haben, wie wir vielleicht zugegebenermaßen, dann haben Sie, ich habe es mal Klumpenrisiko genannt. Das heißt, wenn der eine Dienstleister umfällt, dann fallen Sie halt teilweise auch mit um.
Wenn Sie zu viele Dienstleister haben, dann ist es nicht so schlimm, wenn ein Dienstleister umfällt, aber im täglichen Betrieb müssen Sie natürlich gucken, wie denn die Situation aussieht. Können Sie die einzelnen Dienstleister noch managen, wenn die dann vielleicht auch noch miteinander arbeiten müssen, wenn die verschiedene Betreuer brauchen bei Ihnen im Haus, dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter. Das heißt, Sie müssen das richtige Maß finden zwischen zu vielen und zu wenigen Dienstleistern. Als IHK haben wir das schon ein bisschen gesehen, dass wir da ein gewisses Klumpenrisiko haben. Man muss sich das halt dann genau überlegen. Das sind dann Infrastrukturmaßnahmen, die man dann verändert. Und dieser Prozess geht dann sozusagen bis heute auch so, dass man sagt, wir gucken uns die einzelnen Dinge genau an. Was kann ich in die Cloud tun? Was kann ich abziehen von einem Dienstleister? Und natürlich auch zu überlegen, wie gucke ich genau den Dienstleister an. Was bedeutet das denn eigentlich, wenn ich einen Dienstleister für eine neue Anwendung mache? Dazu haben wir nächste Woche ein Webinar in 7 Tagen genau, selbe Zeit, selber Ort, hoffentlich auch mit Ihnen, wo wir dann ein bisschen genauer hinschauen, wie kann ich denn einen Online-Dienstleister ein bisschen beurteilen, um ein Gefühl zu kriegen, taugt er was? Was tut er im Notfall? Ist er so sicher, dass ich sagen kann, das ist für mich angemessen? Diese Entscheidung ist natürlich immer sehr individuell. Als IHK sind wir dann zum Beispiel übergegangen, haben gesagt, wir haben einen Fragebogen. Da gibt es dann verschiedene Vorlagen, gibt es auf der IHK-Webseite als Muster zum Download, um zu schauen, was macht denn ein Dienstleister? Wie bereitet er sich selber auf IT-Sicherheitsnotfälle vor? Wenn zum Beispiel ein Dienstleister ISO 27001 zertifiziert ist, dann kann man schon mal sagen, das ist ein gutes Zeichen. Wenn er nicht ist und vielleicht sagt, naja, 2-Faktor-Authentifizierung, kenne ich nicht, mag ich nicht, ist zu umständlich, wird es dann schon ein bisschen, taucht die Frage auf, ist es dann noch ein sicherer Dienstleister, ist es etwas, mit dem man zusammenarbeiten möchte. Also erste Erkenntnis, schauen Sie sich Ihren Dienstleister an, was tun Sie, wenn der nicht da ist. Da habe ich dann auch eine Kurzumfrage, ich habe jetzt hier Ihnen ein paar Sachen näher gebracht zum Thema Dienstleister. Was tun Sie denn, wenn der Dienstleister ausfällt? Also Sie haben vielleicht schon jemand in der Hosentasche, den Sie sagen, den nehme ich dann. Oder ich bete, ich sage es mal so, das ist die Umschreibung dafür, ich weiß dann auch nicht so genau, was ich tun soll. Oder ich suche schnell einen anderen Dienstleister, ob Sie den dann natürlich finden, ist die Frage. Oder Sie stellen halt auf analoge Prozesse um. Ja, vielen Dank, dass Sie teilnehmen. Da ist noch ein bisschen Spiel. Also gehen Sie ran an die Tasten. Ah ja, kaum sagt man es, steigt die Teilnehmerquote an. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Dann übertrage ich Ihnen auch wieder das. 41% beten, dass bald alles wieder funktioniert. Gut, es muss ja nicht ausschließen, dass Sie können ja beten und einen anderen Dienstleister suchen. Also hier die Empfehlung, überlegen Sie sich genau zumindest für die wichtigsten. Sie können nicht für alle Prozesse das tun, aber für die wichtigsten Prozesse, dass Sie da irgendeinen Plan B in petto haben. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Erkenntnis 2, ich habe schon erwähnt, das ist der zentrale IT-Notfallplan. Insbesondere, was muss sofort gemacht werden? Üblicherweise ist das Trennen des Internets, das hat die GFI gemacht, das haben wir dann selber auch gemacht für verschiedene Anwendungen. Sie müssen da dann schon genau wissen, wo Sie hinlangen. Also es gibt da auch Berichte von Unternehmen, die ähnliche Situationen hatten und dann eine ganze Weile gebraucht haben, bis sie den Schalter, das Kabel, die Einstellung in der Software gefunden haben, um sich vom Internet zu trennen oder Software und Hardware so zu konfigurieren, dass eben eine Abtrennung da stattgefunden hat. Die Rolle des Notfallplans, es ist eine strukturierte Liste. Es gibt Ihnen erstmal Halt sozusagen in dieser Situation, wo Sie auch erstmal so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und werden mit einer Nachricht konfrontiert, dass es erstmal technisch so ist. Das Wichtigste ist dann dabei, in eine Handlung zu kommen und zu sagen, okay, es ist so, wie es ist. Lass uns das Beste daraus machen. Wenn ich vorbereitet bin, dann weiß ich, was ich Verhandlungsoptionen habe. Und ein Notfallplan hilft Ihnen dabei, Ihnen diese Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Sie können es abhaken, Sie können sich überlegen, wo habe ich Meldepflichten, welche zum Beispiel, wo sind die Kontakte zur Polizei, zum
zur Cyberwehr des Landeskriminalamtes und ähnliche Dinge, vielleicht ihre Cyberversicherung. Das heißt, sie müssen dann entscheiden, was sie wirklich tun. Und je besser diese Entscheidungen vorher auch schon vorbereitet sind, umso leichter tun sich sie dann. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist immer sehr einzelfallabhängig und manchmal müssen sie dann vielleicht auch entscheiden und sagen, dieses Risiko gehe ich ein, weil zum Beispiel bestimmte Prozesse einfach laufen müssen, weil sie dann sonst ein größeres Problem haben. Diese Abwägung müssen sie treffen. Sie müssen dann auch eben das natürlich nicht selber treffen, sondern sie brauchen ihren IT-Notfall- und Krisenstab, der das gemeinsam trifft. Letztendlich ist die Entscheidung immer, liegt bei der Geschäftsführung. Das heißt, die ist die eigentlich, die ganz grundsätzlich im normalen Alltagsbetrieb für IT-Sicherheit verantwortlich ist. Und das gilt natürlich insbesondere im Notfall. Der Notfallplan, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, er gibt Ihnen Möglichkeit, sich zu entscheiden, was Sie tun wollen. Wie gesagt, Webinar demnächst, können Sie gerne das Ganze noch vertiefen. Die dritte Erfahrung, die wir gemacht haben, Sie brauchen schon irgendjemand, der das dann auch technisch irgendwie regelt und macht. Und der muss es nicht nur können, sondern der muss auch da sein. Und der muss auch eine Motivation haben dazu, das Problem zu lösen. Sei es jetzt intern oder mit einem guten Dienstleister. Also fragen Sie sich mal, würde Ihr Experte in der Nacht, am Samstag auf Sonntag, irgendwo in ein Rechenzentrum fahren und die Verbindung dort unterbrechen? Er könnte es vielleicht, vielleicht will er nicht, vielleicht ist er nicht erreichbar, mag sein. Wenn Sie in Kleinunternehmen sind, Kleinunternehmen heißt, ihre Ressourcen, ihre Manpower ist überschaubarer. Im schlimmsten, vielleicht im besten Fall, je nachdem, müssen Sie einfach als Kleinstunternehmen selber wissen, was, wo, wie, wann getan werden muss. Weil sonst macht es niemand. Das heißt, Sie haben da einfach Ihre persönliche Verantwortung und müssen sich überlegen, was tue ich im Notfall? Habe ich jemanden intern zur Hand, der Sofortmaßnahmen ergreifen kann? Vierte Erfahrung, Logfiles. Ist jetzt wieder ein bisschen technische Sache. Wenn Sie einen Angriff nachvollziehen wollen, dann erfolgt es oft über Logfiles. Das heißt, Sie gucken in diese Logfiles rein und sehen vielleicht auffällige Aktivitäten, um zu sagen, aha, da hat der Angreifer was gemacht. Ist in der Praxis nicht ganz so simpel, weil Sie müssen sich natürlich überlegen, welche Logfiles nehme ich überhaupt? Welche sind wirklich wichtig? Logfiles sind normalerweise Daten, die nicht von Menschen lesbar sind, sondern sie brauchen schon ein geeignetes Know-how, um dann rauszufinden, was steht denn in diesen Logfiles eigentlich drin? Was ist ungewöhnlich? Was ist etwas, was dann auch wirklich eine Aussagekraft hat im Fall der Fälle? Im Normalbetrieb stellt sich das Thema, wie lange bewahren Sie die Logfiles auf? Wie bewahren Sie es auf und wo bewahren Sie es auf? Aus Sicht eines Angreifers, der sagt natürlich, wenn da die Logfiles alle so rumliegen, dann möchte ich die natürlich vielleicht auch so verändern, dass ich nicht mehr entdeckt werden kann. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, was habe ich für ein Rechtemanagement, speichere ich die irgendwie speziell weg? Welche Logfiles speichere ich weg? Das müssen Sie sich dann einfach anschauen, was sind die wirklich wichtigen Dinge. Es ist nun mal wichtiger, zum Beispiel Admin-Anmeldung auf ein Active Directory zu verfolgen, als zum Beispiel Zugriffe auf eine normale Website. Das heißt, es gibt hier dann schon auch die doch technische Herausforderung, sich zu überlegen, welche Logfiles, im Prinzip natürlich möglichst alles, wie viel, wann greifen Löschfristen. Das Thema Löschfristen ist so eine Sache auch bei externen Dienstleistern. Der Datenschutz, das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht sagt, kommt drauf an. Entscheidend ist die Zweckbindung. Wenn klar ist, dass es um IT-Sicherheit geht, dann ist es okay, zum Beispiel Logfiles ein Jahr aufzubewahren. Wenn sie für andere Zwecke auch benutzt werden könnten, zum Beispiel für die Mitarbeiterbeobachtung zum Beispiel, ist einfach ein Thema, dann finden Sie da ganz andere Rahmenbedingungen. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, IT-Sicherheit, ein Jahr, kommt immer ein bisschen darauf an, als IHK sind wir eine Körperschaft des öffentlichen Rechts, die haben nochmal ein bisschen spezielle Datenschutzeinstellungen. Das heißt, das müssten Sie sich überlegen, was mache ich mit Logfiles, welche Logfiles habe ich, wie werte ich die aus, was kann ich dann damit eigentlich anfangen. Also Logfiles ist eine wichtige Sache. Erfahrung von uns, wir haben die Dauer der Aufbewahrung von Logfiles erhöht. Erfahrung 5 ist Sprachregelung.
Wenn Sie so einen Sicherheitsvorfall haben und haben dann am 3.8. auf einmal 79 IHKs, die nicht mehr am Netz sind, die nicht mehr verfügbar sind, kommt es natürlich zu Rückfragen. Und da müssen Sie sich dann überlegen, was sagen Sie dann? Das gilt natürlich auch heute für diesen Vortrag. Muss man sich auch überlegen, was sage ich und was sage ich nicht? Beziehungsweise, was erfahre jetzt ich als IT-Sicherheitsbeauftragter? Was machen die IT-Kollegen? Was machen die Mitarbeiter? Das heißt, wenn Sie da vorbereitet sind, wie das Stichwort Notfallplan, tun Sie sich da leichter, das zu tun. Das heißt, Sie haben auf der einen Seite eine interne Kommunikation. Zum Beispiel war die explizite Bitte, bei Social Media nicht zu posten, dass die IHK down ist und solche Sachen und Dinge zu zentralisieren. Wir waren jetzt hier in diesem Sicherheitsvorfall, der uns ja gar nicht selber direkt betroffen hat, sondern den Dienstleister, haben wir immer auf den Dienstleister verwiesen, weil der natürlich hauptsächlich auch in der Verantwortung war und natürlich auch eine bundesweite Sprachregelung dazu hervorgebracht hat. Das war so in den ersten Tagen, war das ein bisschen kritisch, weil natürlich fragt dann Presse bei der IHK XY an und die sagt dann ihren Stand der Dinge relativ offen. Und da waren dann schon ein paar Botschaften dabei, wo man gesagt hat, hoppala, das hätte eigentlich nicht unbedingt sein müssen. Das heißt, Sprachregelung ist wichtig. Das heißt, wenn sie verteilt sind, mit vielleicht mehreren Unterfirmen, müssen Sie in irgendeiner Form gerade am Anfang auch darauf achten, dass Sie dann ein einheitliches Bild nach außen geben und das innere Bild nicht vergessen, weil letztendlich sind es ja die Mitarbeiter auch, die erstmal dastehen und die IT nicht funktioniert. Das führt dann natürlich auch zu dem Thema, wie kommuniziere ich überhaupt mit den Mitarbeitern intern? Wir haben einen speziellen SMS-Dienst, mit dem wir SMS an Diensthandys schicken können. Haben eine ausgedruckte Telefonliste. Das heißt, wir können auch auf Webseiten, die noch funktioniert haben, zugreifen. So hatte man eine interne Kommunikationsmöglichkeit und eine externe Kommunikationsmöglichkeit, speziell für die Mitarbeiter, die man immer wieder darauf hinweisen konnte. Hier, jetzt gibt es was Neues, neue Entwicklung, Anwendung XY funktioniert wieder. Da müssen Sie, wenn Sie sagen, ich habe eine ähnliche Situation, sich auch überlegen, wie kommuniziere ich mit den Mitarbeitern. Das geht auf unterschiedlichste Weise. Die Kollegen kennen sich auch, sind vielleicht auch privat in irgendeiner Form miteinander vernetzt über die üblichen Messenger. Das heißt, die Kommunikation findet da statt. Im schlimmsten Fall müssen Sie halt dann auch wirklich durchs Gebäude gehen und sagen, so sieht's aus. Was wir als IHK gemacht haben, wir haben den Launch von Microsoft Teams vorgezogen. Das war dann für uns die Möglichkeit, darüber viele Dinge weiterzumachen, um eben hier einfach auch handlungsfähig zu sein. Was wir auch gemacht haben, was ich da auch bewährt habe, wir haben ungefähr 50 Notfall-E-Mail-Adressen aufgesetzt, weil wir ja natürlich nach extern kommunizieren wollten, dass Unterlagen reinkommen, dass zum Beispiel unsere Pressestelle dann auch E-Mails verschicken und empfangen konnte. Das war eben für ein paar Wochen war das einfach eine notwendige, ich sage schon mal Krücke, aber es hat uns einfach in eine Handlungsfähigkeit gesetzt. Da weiß man dann am Anfang auch nicht, funktioniert das wirklich? Ist es etwas, was dann auch von den Kollegen so handhabbar, bedienbar ist? Das heißt, da muss sich dann jeder dann auch mit dieser Notfall-E-Mail-Adresse irgendwie arrangieren und sagen, so funktioniert es in dieser technischen Umgebung. Erfahrung 7 ist, Sie können vieles selber machen, aber vielleicht nicht alles. Die Frage, da ist jetzt die nächste Umfrage an Sie, in der Hoffnung, dass Sie wieder vielseitig mitmachen. Wenn Sie einen Dienstleister haben, dann ist die Frage, wie können Sie dann wirklich mit diesem umgehen? Ist er nötig? Habe ich schon Kontakte? Ist er verfügbar? Was kostet es? Muss ich einen Vertrag aufsetzen? Diese Zeit haben Sie normalerweise nicht. Es muss es eigentlich wirklich schnell gehen. Es gibt vom BSI eine Liste von sogenannten APT-Response-Dienstleistern. Da steht eine ganze Reihe von Unternehmen drin. Das ist sozusagen die, ich sage es mal, die High-End-Liste. Wenn Sie eine Cyberversicherung haben, sind da auch normalerweise Incident-Response-Teams, nennt sich das dann, verfügbar als Teil der Dienstleistung. Das heißt, IT-Experten, die dann zu Ihnen ins Haus kommen. Vielleicht haben Sie eigene Kontakte. Aber die Frage stellt sich dann schon immer, kriege ich die? Und ich muss sie ja schnell kriegen. Als IHK hatten wir da Möglichkeiten, zwei Experten ziemlich schnell zu gewinnen.
Weil letztendlich möchte man ja da einen Blick von außen haben, jemand, der dann schon viele Erfahrungen mit Sicherheitsvorfällen hat, mit der speziellen Situation. Und natürlich möchte man dann eine Einschätzung der Lage haben, wie denn die eigene Situation ist, die man selber vielleicht positiver beurteilt, als sie vielleicht eigentlich ist. Die Experten kamen zu uns mit unserer IT, haben die dann eng zusammengearbeitet, haben Tests durchgeführt. Sind dann viele Verbesserungen natürlich aufgefallen. Das ist einfach so in der komplexen IT-Landschaft. Aber es ist eigentlich erstmal nichts aufgefallen, wo man sagt, aha, da ist wirklich ein Problem da. Es ist etwas, wo man sieht, offensichtlich, hier sind Angreifer im Netz. Das war es dann erstmal nicht. Aber man hatte natürlich dann schon erstmal eine Liste von Sachen, wo man sagt, aha, da könnte man diesen und jenen Stellen noch verbessern. Jetzt komme ich zur Umfrage. Was tun Sie denn, wenn Sie einen IT-Notfall haben? Haben Sie einen IT-Dienstleister, der für Sie dann wirklich da wäre? Wieder hier, falls eine der vier Antworten nicht auf Ihre Situation passt, können Sie es gerne auch in den Chat schreiben. Wenn ich jetzt hier die Sache schließe, bisschen was geht noch, ich mache dasselbe Spiel wie vorher, also ran an die Tasten, damit da ein repräsentatives Bild der Teilnehmer entsteht. Ja, vielen Dank. So, schließen und übertragen steht hier. Also, 45% haben einen Dienstleister, der auf IT-Notfälle spezialisiert ist. Sehr gut, also rund die Hälfte. Dann gibt es die üblichen Dienstleister, die man hat im Alltag, die vielleicht jetzt nicht explizit auf IT spezialisiert sind. Manche machen es selber. Die Antwort nein wäre. Aber gut, wenn ihr einen hätten, ist so die Umschreibung für, ja, ich habe leider keinen. Wäre schön, wenn ich ihn hätte. Das heißt, speziell an diese 18% sei die Botschaft gerichtet. Schauen Sie mal, wen Sie finden. Groß, kleine Dienstleister, die dann wirklich im Notfall Ihnen dann zur Seite stehen. Sie haben zwei Blickwinkel. Einerseits die IT-Sicherheit, das heißt, oder die IT-Sicht, da geht es um den Fokus auf die technischen Fragestellungen und die Anwendersicht. Die Erfahrung Nummer 8 ist sozusagen die technische Sicht. Sie haben die Möglichkeit, Dinge dann in rote und grüne Sektoren aufzubrechen. Das heißt, sicher ist grün, unsicher ist rot. Das heißt, erstmal ist alles rot. Ziel ist, dass dann alles grün wird. Um grün zu werden, müssen Sie einfach Ihre IT anschauen. Gibt es da Sachen, die problematisch sind? Wenn als IHK für München und Oberbayern waren wir ziemlich schnell grün, bringt Ihnen nur teilweise was, weil natürlich der Dienstleister natürlich nach wie vor rot ist und der sich dann auch um die vielen anderen roten IHKs kümmern muss, mal ganz vereinfacht gesagt. Das heißt, Sie haben hier dann eine Abhängigkeit vom externen Dienstleister, welche Prioritäten er setzt. Das heißt, er muss natürlich schauen, dann die anderen IHKs wieder mit ihrer Grundinfrastruktur zu versorgen. Und ich sage es mal, Sonderanwendungen, Sonderlocken, die man als IHK hat, die bleiben dann halt erstmal außen vor, wo man selber gerne hätte wieder. Aber da haben Sie dann halt ein echtes Problem dabei. Zweiter Punkt, den ich hier in dem Zusammenhang erwähnen möchte, sind die Backups. Das heißt, Backups sind, da sollten Sie auch mal in sich gehen und sich überlegen, ja, was ist denn mit den Backups? Wenn Sie ein Backup machen, ist das das eine. Sie müssen es unbedingt isolieren und langfristig aufbewahren, weil Sie wissen ja vielleicht nicht, wie lange ein Angreifer bereits bei Ihnen im Netz ist, damit Sie dann sagen können, er hat am Termin XY gestartet, dann sollten die Backups davor noch okay sein. Das ist sozusagen eine Hypothese, die Sie natürlich in irgendeiner Form verifizieren müssten. Sie müssen die Backups unbedingt testen. Das heißt, wenn ein Angreifer bei Ihnen drin ist, dann löscht er Ihnen nicht die Backups, sondern der schreibt einfach irgendwas anderes rein. Und wenn Sie die Backups dann rausziehen, stellen Sie fest, ist nur Datenmüll drin oder Dinge, die einfach gar nichts mit dem Backup, die Sie haben, nutzen können. Oft machen ja auch Dienstleister, gerade bei Online-Anwendungen, Backups. Da können Sie sich hoffentlich drauf verlassen, aber auch diese Backups müssten Sie in irgendeiner Form testen. Bei uns war es so, Sie kommen vielleicht an das Backup gar nicht ran. Bei der GFI liegt ein Backup,
kommen sie einfach nicht ran. Das heißt, dann war es ein Prozess, diese Backups zu bekommen, sie zu prüfen, ob sie nicht auch korrumpiert sind. Das ist sozusagen, hat einfach wahnsinnig Zeit gekostet, bis man da wieder Dinge hatte, die handlungsfähig waren. Wichtiger Punkt ist hier auch Backup. Was bedeutet das eigentlich? Es gibt Daten, es gibt die Anwendersoftware und es gibt Nutzerberechtigungen. Manchmal sind Backups nur die Daten, weil sie sagen, okay, die Anwendungssoftware, die installiere ich dann und die Nutzerberechtigungen ziehe ich dann auch dazu. Wir hatten manchmal hier den Fall, wir hatten die Daten, wir hatten die die Anwendungssoftware, aber die Nutzerberechtigung war auf einmal anders. Wenn man sich natürlich bei einem Neuaufbau oder bei einer veränderten Struktur sich dann auch überlegt, wie mache ich es denn? Mache ich es vielleicht anders? Kann ich auf das Berechtigungssystem noch nicht zugreifen, weil es vielleicht korrumpiert ist, weil es noch rot ist? Das heißt, Sie müssen sich da oder sollten sich da überlegen, was denn stattfindet, wenn Sie ein Backup rausziehen. Ist es wirklich nutzbar? Ist es etwas, was Sie da wirklich verwenden können. Lokale Backups ist auch eine Frage, wenn Sie beim Dienstleister sind, dann ist es etwas, was Sie dann wirklich dann auch rausziehen können. Wenn der Dienstleister weg ist, kann ich vielleicht dann mit eigenen Mitteln mit den Backups irgendwas anfangen. Eine andere Sicht auf die ganze Sache ist die der Anwender. Die Anwender sagen, okay, ich habe hier IT, diese IT benutze ich, um bestimmte Prozesse zu machen. Und die Prozesse bedeuten erstmal für das Unternehmen. Jetzt ist hier leider mein Monitor ausgefallen, sodass ich jetzt hier ein bisschen improvisieren muss. So. Jetzt hoffe ich, dass es hier so weitergeht. Sie hören mich und sehen mich nach wie vor. Bei einem IT-Ausfall ist es so, dass die Unternehmen sich oder die Mitarbeiter sich überlegen, was kann ich denn tun? Ich muss mir analoge Prozesse überlegen. Ich muss mir überlegen, was kann ich tun, um eben ohne diese IT wirklich stattzufinden. Wir haben als Beispielanwendung rausgegriffen das elektronische Ursprungszeugnis. Das ist eine hoheitliche Aufgabe der IHKs. Die IHKs benutzen die Ursprungszeugnisse für Unternehmen, weil wenn ein Unternehmen in ein Produkt oder Dinge in andere Staaten einführen möchte, brauche ich Handelsbescheinigungen, brauche ich Ursprungszeugnisse und die IHK stellt diese Dokumente aus. Das passiert rund 1,4 Millionenfach ungefähr und wir hatten eben einen 7-wöchigen Ausfall, der dazu geführt hat, dass zwischen dem 3.8. und dem 26.9. kein Ursprungszeugnis ausgestellt werden konnte. Wenn man die Statistik sieht, sieht man zum Beispiel hier 2022, ist es eben so, dass wir nicht Hardware zur Verfügung hatten, um die Sache zu betreiben. Wir haben uns dann vorher schon ein bisschen und dann natürlich speziell in dem konkreten Fall sehr überlegt, was kann ich denn tun, um hier den Schaden etwas zu begrenzen, um das elektronische Ursprungszeugnis doch noch zur Verfügung zu stellen, um eben die Informationen weiterzugeben, um diese Dinge verfügbar zu halten. Letztendlich überlegen Sie sich einen Plan A, B und C, um dann wirklich aktiv zu sein. Sie haben die Möglichkeit, hier auf analoge Prozesse umzustellen, wenn es gar nicht anders geht. Und genau das ist dann hier auch passiert. Wir haben ein Ausfallkonzept gehabt. Das heißt, letztendlich mussten diejenigen, die ein Ursprungszeugnis haben wollten, in die IHK kommen, um eben dort die Ursprungszeugnisse sich ausstellen zu lassen. Sie brauchten Formulare, das heißt, die Formularverlage mussten einfach diese Formularsätze drucken, um dann, dann auch wirklich hier aktiv zu sein. Die IHKs haben da spezielle, ja, natürlich sehr pragmatische Lösungen gefunden. Es gibt auch einen persönlichen Bezug natürlich zwischen Kunden und IHK-Mitarbeitern, die auch über Jahre gewachsen sind. Da sieht man dann auch, wie motiviert die Kollegen sind und eigentlich wie frustriert sie dann eigentlich erstmal sind, wenn es nicht funktioniert und wie froh sie dann sind, wenn es dann doch wieder funktioniert, weil natürlich
Die großen Münchner Unternehmen oder die großen oberbayerischen Unternehmen rufen natürlich dann an. Man kennt sich aus vielerlei Zusammenarbeit und versucht dann auch Lösungen zu finden, um dann eben diese Ursprungszeugnisse dann auch wirklich auszustellen. Das ist dann etwas, wo man dann wirklich sagt, okay, IT geht nicht, ich brauche irgendwie eine andere Lösung. Bundesweit wurden dann so 120.000 Ursprungszeugnisse manuell statt elektronisch ausgestellt. Also da hat man dann die Arbeit dieser Ausstellung, der manuellen Ausstellung, aber auch oft der digitalen Nachbearbeitung. Das heißt, wenn die ganze Chose dann doch mal wieder funktioniert, dann haben Sie dann Dinge, die Sie vielleicht nachpflegen müssen, wenn Schnittstellen wieder funktionieren, sodass man dann dort dann auch den Datensatz wieder so digital auf Stand hat. Also das ist ein Beispiel, das elektronische Ursprungszeugnis, wo man eben viele, viele Dinge dann doch möglich gemacht hat, auch wenn die IT nicht funktioniert hat, was dann auch wichtig ist, um zum Beispiel Automobilfirmen und Ähnliches am Laufen zu halten, weil sonst hätten die wirklich ein größeres Problem gehabt. Letztendlich müssen sie dann, das ist Erfahrung 10, IT und Anwender sich zusammenbringen. Das heißt, ich habe die Sicht technisch, ich kann mir überlegen, was für zusätzliche Notfallsysteme ich habe, was kann ich noch besser machen in der Absicherung, was ist wirklich möglich, um auf den nächsten IT-Sicherheitsvorfall noch besser vorbereitet zu sein. Das heißt, anfangs haben wir gesagt, 2/3 von den hier Anwesenden hat es noch nicht erwischt. Leider ist es dann vielleicht früher oder später auch so, dass sie es erwischt, wenn wir zum Beispiel mit Unternehmen dann gesprochen haben und haben gesagt, wenn wir kommuniziert haben nach außen mit den Unternehmen oder mit unserem Präsidium, dann war oft die Antwort, ah ja, jetzt hat es euch auch mal erwischt, so ungefähr, weil viele Unternehmen die leidvolle Erfahrung halt auch schon gemacht haben. Manche reden drüber, manche reden eben nicht darüber. Im Backend gibt es natürlich viele, viele technische Möglichkeiten, die man besser machen kann. Wir haben da auch unsere eigene IT-Sicherheit aufgestockt. Es gibt es noch mehr Manpower für das Thema IT-Sicherheit in der IHK, sodass wir da noch besser aufgestellt sind, dass wir für den nächsten Notfall oder die nächste größere Betriebsstörung, wer weiß, einfach besser aufgestellt sind. Ja, das waren die 10 Erfahrungen, die ich Ihnen so mitgeben wollte. Uhrzeittechnisch habe ich es gerade so geschafft, mit einer Dreiviertelstunde Ihnen diese 10 Punkte näher zu bringen. Jetzt haben wir noch rund eine Viertelstunde Zeit für Ihre Fragen, für Ihre Anmerkungen, die hier bei mir im Chat auftauchen. Ich danke schon mal für Ihre tolle Teilnahme bei den Umfragen. Hier sehen Sie nochmal die Webinarreihe und ich gucke jetzt mal in den Chat, was so an weiteren Fragen und Anmerkungen kommt. Bild und Ton gut, war hervorragend. Genau, jetzt muss ich hier schauen, wann kommt die Praxis, genau. Da ist eine Frage, die Zero-Day-Schwachstelle, war die im Software oder im Betriebssystem? Und wenn Sie sagen wollen, können Sie, was denn genau war? Ja, das betrifft so ein bisschen die Sprachregelung, die gemacht wurde. Also es war eine Zero-Day-Schwachstelle in einer Software, in einer weit verbreiteten Software, die der Einstieg war in die ganze Sache. Ein normaler Cyberangriff, das war bei uns auch nicht anders, ist ja so, dass man aus Sicht eines Angreifers eine erste Lücke findet und sagt, da komme ich dann rein, vielleicht als normaler Nutzer und versuche mich dann, man nennt es laterales Movement, dann weiter zu bewegen und mir immer mehr Rechte zu machen oder immer mehr Rechte zu geben. Letztendlich ist dann das zum Beispiel das Berechtigungssystem ein goldenes Ziel, sage ich mal. Wenn Sie da dann drin sind und sich eigene Rechte vergeben können und als Administrator auftreten können, dann sind Sie drin, dann haben Sie die ganze Sache unter Kontrolle. Wenn Sie dann auch die Backups noch kontrollieren wollen, dann wird es einfach schwierig aus Sicht des Abwehrenden, die Sache wirklich in den Griff zu bekommen. Darum dauert es auch immer ein bisschen, dass eben ein Angreifer jetzt nicht reinkommt und gleich irgendwie alles
zerlegt, verschlüsselt oder beobachtet, sondern auch aus Sicht eines Angreifers braucht es einfach eine Zeit. Es gibt Studien, dass es wirklich Monate braucht, bis ein Angreifer sich vielleicht dann zu erkennen gibt und sagt, jetzt habe ich alles verschlüsselt, deine Backups sind weg und jetzt hätte ich gern ein bisschen Geld. Das heißt, es dauert, was zum Beispiel dann die Frage zu den Logfiles und zu den Backups so wichtig macht, dass die eben aktuell dann auch ein bisschen länger zurückgehen. Dann eine Frage, wie sind Sie zur Erstellung eines Notfallplanes? Wir sind gerade in der Erstellung eines Notfallplanes. Sehr schön, es gibt Vorlagen vom BSI, da können Sie sich dran orientieren. Der BSI Grundschutz 200 ist sicher ein sehr, ich sage es mal, weites Feld. Wie gesagt, wir haben ein eigenes Notfall, ein eigenes Webinar dazu, aber da können Sie sich dann schon Dinge rauspicken, mit denen Sie dann arbeiten können. Dann haben Sie eine Gliederung zum Notfallplan. Das wird im Rahmen dieses Webinars zum IT-Notfallplan, werden wir dann eine Gliederung und auch eine Art Muster haben, wie wir es als IHK verwendet haben. Das ist aber eigentlich auch nur ein Muster. Es gibt eben, wie gesagt, vom BSI da eine Vorlage, mit der man eigentlich ganz gut arbeiten kann, wo ich dann sagen kann, das ist für mich wichtig. Die nächste Frage, werden bei Ihnen überwiegend Microsoft-Betriebssysteme eingesetzt? Ja, nicht nur Windows Desktop bzw. Servers. Ob jetzt der Unterschied zu macOS und Linux, Unix, was da so Unterschied ist. Also wir haben aus normaler Mitarbeitersicht haben wir Microsoft im Einsatz, im Backend, in den Servern sind natürlich Linux oder Unix-Systeme aktiv und auch in manchen Bereichen, in kleineren Bereichen macOS. Das heißt, es ist eine heterogene Landschaft. Speziell das Thema Windows-Sicherheit ist etwas, wo man vielleicht noch darauf hinweisen kann. Windows hat eine Vielzahl von Einstellungen, mit der man Windows besser konfigurieren kann, sage ich mal. Es gibt da Windows Defender, AppLocker und ähnliche Dinge. Das ist technisch nicht ganz simpel. Also es ist schon eine technische Herausforderung, Windows zu härten. Also das ist etwas, was man schon, wo man schon noch besser machen kann, wo man auch oft sieht, wie kann ich denn bestimmte Einstellungen so machen. Es gibt vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht auch eine 8-Punkte-Liste, wo man sich wirklich verbessern kann. Da ist dann sozusagen PowerShell, das ist einfach ein Windows-Programm, das kommt mit. Das müssen Sie richtig einstellen, ist technisch nicht ganz simpel. Sie können die Ausführbarkeit von Software unter Windows limitieren, sodass nicht alles einfach ausgeführt werden kann. Wenn Sie das schaffen, super. Ist natürlich in der Praxis dann immer die Frage, was setzen Sie denn sonst so ein? Dann eine Frage, wie sicher ist TeamViewer als Tool, um einen Server vom Netz zu nehmen? Kann ich Ihnen leider nicht beantworten, muss ich ganz offen gestehen. Alternative Kommunikationswege werden vom Provider immer mehr zurückgebaut. Wie lange gibt es eigentlich SMS noch? Wie kann man in einer Zukunft noch alternativ kommunizieren? Ja, ist man natürlich in gewisser Weise abhängig von den Dienstleistern, die das anbieten, sei es jetzt SMS oder auch den Messengern. Das heißt, da müssen Sie dann einfach am Ball bleiben und schauen, wie kann ich mit meinen Mitarbeitern, wie kann ich selber mit meinem Notfallstab, mit meinen Kunden kommunizieren. Das ist eine Herausforderung, die man sich halt immer wieder stellen muss. Dann war eine Bemerkung, man wendet sich an seine Cyberversicherung. Klar, wenn Sie eine haben, sehr gut, ist speziell beim Thema Ransomware, hat zumindest unsere Cyberversicherung ganz spezielle Rahmenbedingungen. Das heißt, aber wenn Sie eine Cyberversicherung haben wollen, müssen Sie natürlich schon eine gewisse Grund-IT-Sicherheit mitbringen. Also ganz, wie soll man sagen, naiv sind die Cyberversicherungen auch nicht mehr und sagen, okay, wir haben jetzt da schon eine ganze Menge von Schäden und sie gucken dann schon verstärkt hin und schauen, wie kann ich dann wirklich eine Versicherung da guten Gewissens einem Unternehmen auch geben, wenn das noch keine Mindestsicherheit hat. Wie werden sichere Datenschleusen etabliert?
ist eine Frage, ja, das ist eine Sache, die, da loggen Sie sich dann sozusagen in einer sicheren Umgebung, einer VDI, auf ein System ein. Es gibt eine ganze Reihe von Anbietern dafür, die man dafür hernehmen kann. Also das ist ein ganz eigenes Thema. Ist einfach auch IT, die Sie dann da einsetzen, konfigurieren müssen. Ist dann auch eine Frage der Anzahl der Lizenzen, dass Sie zum Beispiel am Anfang hatten wir das, dass wir zu wenig Lizenzen hatten oder die Zahl der Lizenzen auf bestimmte Bereiche verteilen mussten. Ist dann, erfordert auch ein gewisses Management. Ist dann etwas, was im Idealfall jetzt zum Beispiel bei uns hat, das eben die GFI für uns zur Verfügung gestellt. Ja, nächste Frage. Wir schauen, wie oft im Jahr wird das Szenario von unabhängigen Instanzen geprüft? Wir haben vor, uns auch unabhängiger zu prüfen. Also Penetrationstests finden zum Beispiel regelmäßig statt, gerade wenn neue Anwendungen an den Start gehen. Also solche Dinge sind immer eine Frage der Zertifizierung, die man macht. Wir haben also speziell in der IHK-Landschaft gibt es eine IHK-Rechnungsprüfungsstelle, die speziell auch das Thema IT-Sicherheit immer wieder aufgreift. Das heißt, da gibt es dann schon den die Nachfrage, was macht ihr eigentlich? Habt ihr einen Notfallplan? Wie wird der getestet? Das heißt, es ist eine ständige Herausforderung, der man sich stellt, um eben möglichst die Sachen auch aktuell zu halten, um dann im Fall der Fälle handlungsfähig zu sein. Wie oder von wem wurde der Angriff erkannt? Gibt es ein Monitoring-System? Das wäre eine Frage an die GFI. Es war einfach eine ungewöhnliche Aktivität, sagt man. Kann man mal sagen. Also wenn auf einmal zum Beispiel versucht wird, Active Directory zu Zeiten als Admin zu nutzen, die ungewöhnlich sind, dann ist es ein Alarmsignal. Und so gibt es eben eine ganze Reihe von Dingen, die eigentlich bemerkt werden sollen. Letztendlich ist es so, der Angreifer war schon eine Weile drin, muss man konstatieren. Und irgendwann hat er einen Fehler gemacht, der hat sich zu weit vorgewagt und dann haben eben Sicherheitssysteme angeschlagen. Monitoring-System, ja, gibt es bei uns, ist immer die Frage, was erkennen Sie nicht, das ist auch eine ständige Herausforderung. Was ist mit Cloud-Anwendungen, sind die sicherer? Allgemeine Frage, allgemeine Antwort kommt drauf an. Genau diese Frage stellen wir uns natürlich auch und dieser Frage widmen wir uns dann auch dem nächsten Webinar in einer Woche. Wie kann ich Cloud-Anwendungen beurteilen? Es gibt vom BSI einen C5-Standard, nennt sich das. Das ist eine lange Liste, 150 Fragen, die Sie an den Cloud-Anbieter richten können, wo eigentlich viele, viele Selbstverständlichkeiten drin sind. Kein Cloud-Anbieter oder ein Cloud-Anbieter vielleicht schon, aber ein Anwender, der dann auf einer Cloud eine Anwendung macht, ist so meiner Erfahrung nach in der Lage, so eine lange Fragebogen zu beantworten. Deswegen haben wir das ein bisschen gekürzt und haben gesagt, okay, ich möchte praktisch die Basisanwendungen haben, zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung im Login. Man möchte wissen, in welchem Rechenzentrum läuft die Anwendung. Hat das Unternehmen einen Notfallplan für sich selber, für die Anwendungen? Wie lange werden Backups aufbewahrt? Also so ein paar kritische Fragen können Sie ja dem Anwender, dem Cloud-Unternehmen stellen. Auf der IHK-Website finden Sie dazu auch Muster, zwei sogar. Eins für Vergabe, weil bei der Vergabe ist es nochmal speziell, müssen Sie mit Punkten operieren. Das heißt, wenn bestimmte Mindestpunktzahlen und Pflichtanforderungen nicht erfüllt werden, können Sie eben bestimmte Dinge dann nicht mehr berücksichtigen, sodass Sie dann eben sagen, okay, es ist etwas, wo dann für eine Zusammenarbeit vielleicht nochmal der Nachfrage bedarf, ob man die bestimmte Dinge nicht sicherer machen kann. Frage ist, gibt es für IT-Notfallpläne eine Software, welche die Aufgabe erleichtert? Also es gibt eine ganze Reihe von Anbietern, die auch IT-Notfall-Software anbieten. Das ist sicher auch für uns eine Option. Muss man sehen, ob das für uns dann auch in Frage kommt. Bisher machen wir es mit Word. Wir drucken es aus. Also das kann man natürlich auch digitaler machen und noch strukturierter, gar keine Frage. Die Sache ist halt letztendlich,
darf diese Software halt dann nicht ausfallen, weil darauf verlassen Sie sich ja dann, dass die IT-Notfallplan-Software dann im Notfall auch stattfindet. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Anbietern dazu. Dann gibt es ein paar Rückmeldungen, dass das Webinar sehr aufschlussreich war. Vielen Dank schon mal dafür. Dann gibt es eine Liste von IT-Security-Providern bzw. Analyse-Experten. Ja, es gibt von BSI gibt es eine APT-Responder-Liste, finden Sie auf der BSI-Webseite. Da sind eine ganze Reihe von Firmen drin, die ja, dann auch vom BSI ein bisschen genauer unter die Lupe genommen werden. Das heißt, die können Sie natürlich dann sich ausdrucken und rausnehmen im Fall der Fälle. Wenn es dann natürlich brennt, dann können Sie die durchtelefonieren, aber ist schwierig. Also empfehlenswert wäre schon vorher, sich da Gedanken zu machen und einen Dienstleister zu finden bei unseren Partnern beim IT-Sicherheitsnetzwerk München, IT-Sicherheitscluster Regensburg und IT-Sicherheitsnetzwerk München. So rum finden Sie eine ganze Reihe von Dienstleistern, die ihre Dienste da anbieten. Das heißt, wenn Sie da schon mal Kontakt aufnehmen vorher, um einfach ein Gefühl zu kriegen, verstehen wir uns, wie schätzen Sie das ein? Das ist dann etwas, was man einfach dann vorher schon machen muss. Ist zum Beispiel dann eine Aufgabe Ihrer IT bzw. Ihres IT-Sicherheitsbeauftragten. Da war die Frage, versenden Sie die Präsentation an die Teilnehmer? Können wir machen. Wir zeichnen das Webinar auch auf, sodass es dann bei YouTube gut stattfinden kann. Dann, wie würden Sie die Awareness bei Mitarbeitern erhöhen? Ja, das ist auch ein Punkt. War jetzt keine der Erfahrungen. Machen wir mit einem Anbieter, dessen Name jetzt hier nicht genannt sei. Es gibt auch eine Reihe von Anbietern, dass Sie einfach Mitarbeiter in einem Webinar, nicht in einem Webinar, können Sie auch machen oder mit persönlichen Schulungen natürlich sagen, ihr müsst diesen Kurs zur Sensibilisierung durchmachen. Das System guckt auch, da gibt es dann bei 500 Mitarbeitern, gibt es den einen oder anderen, der sagt, habe ich keine Zeit dafür, will ich nicht machen. Den müssen Sie halt dann sanft dazu bringen, dass es doch macht, weil es einfach eine Aufgabe ist, die er zu erledigen hat, wo dann vielleicht auch der eine oder andere freundliche Schubs nötig ist. Speziell für die Admins oder für die, die mit IT beschäftigt sind, gibt es auch Angebote. Da ist aber wirklich die Frage, inwieweit Sie da wirklich konkret, vielleicht mit externen Experten oder mit jemandem, der da Ahnung hat, dann arbeiten und sagen, okay, das Thema greifen wir jetzt speziell für Admins an, weil die sitzen halt an den Stellschrauben, an den Zugängen, die dann wirklich entscheidend sind. Das heißt, wenn ein Admin-Account gehackt wird, ist es das Ziel sozusagen eines Hackers, der erstmal nur einen normalen Account hat, um eben dann noch mehr Rechte zu bekommen. Welche Rolle spielte der Sicherheitsfaktor Mensch bei dem IHK-Vorfall? Ja, spielte eine, weil die Zero-Day-Lücke, Schwachstelle musste im Zusammenhang mit einem Nutzer stattfinden. So viel sei verraten. Das heißt, Sensibilisierung ist da auch sehr wichtig. Das heißt, Technik ist sicher da und kann vieles abwehren. Aber Ihre Technik, ich sage es jetzt mal so, werden Sie nie so super in den Griff kriegen, dass Sie alle Eventualitäten ausschließen können. Sie müssen einfach oft auch Kompromisse schließen zwischen Funktionsfähigkeit, Handhabbarkeit, Nutzbarkeit und den Einstellungen. Und da kommt eben dann der Mensch als entscheidende Sache ins Spiel. Und selbst wenn Sie es super konfiguriert haben, Ihre Technik, es gibt immer Wege und Möglichkeiten, zum Beispiel dann wirklich persönlich als Hacker in das Unternehmen zu gehen und zu sagen, lass mich mal kurz hinsetzen, ich bin vom IT-Support, ich muss da mal kurz was machen und schon haben Sie hinten die Keylogger drinstecken. Also solche Sachen ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es ist immer die Frage, welchen Aufwand betreiben die Angreifer. Wenn die Angreifer sich wirklich rein wollen, dann schaffen sie es auch, weil sie eben ein breites Spektrum Mensch, Technik, Prozesse zurückgreifen können. Bei Angriffen auf kleinere Unternehmen könnte man sagen, okay, ich muss mein System so hinkriegen, dass ich möglichst ein schweres Ziel ist, dass der Hacker von mir ablässt und sagt, nein, warum sollte ich mich mit dem beschäftigen?
wenn nebenan fünf andere sind, die weniger gut abgesichert sind, weil IT-Sicherheit bzw. Hacking, Cybercrime ist auch nur ein Geschäftsmodell. Es gibt Arbeitsteilung. Das heißt, da ist dann die Rendite auch in irgendeiner Form ein Fall. Eine Buchempfehlung wird gegeben. Okay, es gibt eine ganze Reihe von Büchern natürlich, die da stattfinden. Es scheint anscheinend ein neues Buch speziell zu Ransomware und Cybererpressung zu geben. Dann haben wir, hier wird innerhalb der IHK WhatsApp eingesetzt. Ja, das tun wir, aber nicht für kritische Anwendungen, einfach um miteinander zu kommunizieren, im Notfall als ein Kanal. Das heißt, es ist etwas, wo man dann im Notfall eben auch darauf zurückgreifen kann. Spielt keine besondere große Rolle, ist einfach etwas, wo man dann auch versucht, natürlich miteinander im Notfall sich gegenseitig zu erreichen, aber mit der Maßgabe eben keinerlei sensible Informationen darüber zu verbreiten. Dasselbe gilt auch für ChatGPT und für andere Messenger-Dienste. Ich sehe jetzt keine weiteren Fragen, keine weiteren Anmerkungen. Dann erlaube ich mir, hier nochmal darauf hinzuweisen, auf die Webinarreihe nächste Woche. Wie gesagt, geht's weiter. Ich bin wieder dabei. Wir haben einen Experten dafür gewinnen können, der speziell für das Thema Sicherheit von Cloud- und Online-Anwendungen etwas sagen wird, sodass Sie dann da in der Praxis eben die Fragen, die Sie heute ja auch schon aufgebracht haben, dann noch ein bisschen vertiefen können. Die weiteren Webinare, alle kostenlos, können Sie sich jetzt anmelden, bihk.de/IT-Sicherheit. Was jetzt passiert, neben meinem Dankeschön an Sie, dass wir noch am Ende einen Fragebogen für Sie haben. Da bitte ich auch, Sie nochmals daran teilzunehmen, damit wir erfahren, wie fanden Sie es, was für Sie hilfreich, ist es etwas, was für Sie Ihre IT-Sicherheit Sie weiterbringt. In diesem Sinne schaue ich nochmal nach, ob es die eine oder andere Frage gibt. WhatsApp wurde nochmal aufgebracht, Datenfolgenabschätzung macht man, klar, das ist eine Datenschutzaufgabe, Risikoabschätzung, das ist etwas, wo man dann eben dann mit bestimmten Rahmenbedingungen setzen muss, dass man einfach nicht sagt, man nutzt es und das war's, sondern dass man sagt, in diesem Rahmen setze ich es ein, dann kann ich es vertreten, es zu tun. Das heißt, mir obliegt es nochmal, Ihnen Danke zu sagen und dann letztendlich hier auch das Knöpfchen zu drücken, damit entlasse ich Sie in den Tag, kurz nach 12 ist. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.